Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Eine gute Sache. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Lohnt sich ein Data Warehouse? Diese Frage kriegen wir öfters gestellt. Und das würden wir gerne in diesem Beitrag einfach mal klären. Michael, grüß dich erstmal. Hallo Sven. Na, wie ist die Ausgangssituation bei dir? Ach, bei mir ist sie gut. Wie sie immer ist. Okay, ich habe was mitgebracht. Und zwar habe ich bei LinkedIn vor geraumer Zeit einen Post abgegeben. Und da stand drin, ich gucke da jetzt auch mal drauf, den werden wir auch nochmal einblenden. Ich lese das mal vor. Einige Experten sind der Meinung, dass ein Data Warehouse ausgedient hat, ein Konzept aus den 80ern. Oh, 70er fast schon, ja. Meinst du 70er? Bestimmt. Okay, also Ende 70er. Ende, ja, natürlich. Okay, wir wollen halt relativ schnell jetzt ja in diesem Beitrag mal klären, ist es denn wirklich veraltet, das System oder die Architektur, oder bringt es in der heutigen Zeit immer noch was im Gegenzug zu den Konzepten wie Data Mesh, Data Lake? Michael, deine Einschätzung. Ja, das ist natürlich jetzt ein weites Feld, wenn du jetzt bei Data Warehouse schon Data Mesh, Data Lake mit dazu nimmst. Ja, volles Programm. Alle Buzzwords mit. Alles, was wir finden können. Alles gut. Nein, ob ich glaube, dass es ein altes Konzept ist? Ja, definitiv. Ich glaube aber nicht, dass es ausgedient hat, weil es weiterhin einfach seine Daseinsberechtigung hat. Jetzt allerdings die Frage, da würde ich gerne mal starten. Was ist denn für dich jetzt ein Data Warehouse? Also wie definierst du das? Ich meine, Data Lake, Data Mesh, das sind ja alles komplett unterschiedliche Ansätze und Methoden. Was fasst du jetzt alles unter ein Data Warehouse? Ich würde es anders angehen. Für wen ist es denn interessant? Letztendlich sprechen wir Unternehmen an, Mittelstandsunternehmen. Ja. Also Geschäftsführer oder Entscheider, Fachleute aus den Fachbereichen, Controlling, Marketing, Personal, Führungskräfte, alle, die eigentlich den ganzen Tag mit Daten zu kämpfen haben und vielleicht ja auf manuellem Weg immer noch diese Berichte erstellen mit Excel, Power BI und Co. Mhm. Und für die ist das Ganze, was wir jetzt hier heute aufzeigen werden, finde ich interessant, mal zu sehen, was es gibt. Weil für mich ist das ein Ordnungsprinzip. Also wir haben ein Single Point of Truth. Ach so, du sagst, Single Point of Truth bedeutet, wir haben eine qualitätsgesicherte Datenbasis, auf der wir eigentlich die Unternehmensprozesse abbilden können. Okay, also jetzt, deswegen habe ich ja gefragt, das heißt Single Point of Truth siehst du immer noch als wichtig an jetzt im Kontext bezüglich, also im Vergleich zu Data Mesh, wo es ja nicht unbedingt der Single Point of Truth so im Fokus steht, sondern eher die dezentrale Datenhaltung im Zweifel. Okay, Single Point of Truth siehst du wichtig an. Okay, dann bin ich wieder bei dir. Dann ist es auf jeden Fall elementar wichtig, weil wenn das die Voraussetzungen sind für das Reporting, für die Datenanalyse, dann bin ich bei dir und sage auch, Single Point of Truth ist weiterhin relevant. Warum ist es denn relevant? Ich finde, es wird immer wichtiger, weil auch in den Gesprächen, die wir mit potenziellen Kunden vornehmen, ist ja immer die gleiche Ausgangssituation. Entweder habe ich viele manuelle Prozesse, das heißt, ich nehme das Beispiel der Controlling-Abteilung, die schaufeln sich die Daten manuell zusammen zum Monatsabschluss in Excel. Das ist der Klassiker, was wir immer noch erleben. Ja. Und das sind auch nicht kleine Unternehmen, sondern wirklich die sehr bekannt sind, die Unternehmen, eigentlich sehr etabliert und wo man von ausgehen würde, dass wir da wirklich eine gute Digitalisierungsreifegrad haben. So, das ist die eine Situation, die wir haben. Die andere Situation, die wir haben, ist, wir finden immer mehr Unternehmen vor, die nicht nur rein kaufmännisch betrachten. Ja. Das heißt, ich habe nicht nur meine Finanzdaten, sondern ich habe auf einmal Produktions-. Ich habe eben noch einen Austauschtermin gehabt mit jemandem aus der Produktion. Da fallen halt auch viele Informationen da an. Und die Frage ist ja, was mache ich denn mit? Da war die Frage, kann ich zum Beispiel in Echtzeit mir ein Dashboard anzeigen? Also wo ist dann die Abgrenzung? Ja. Also er möchte an der Anlage direkt die Auswertung haben in Echtzeit, aber andererseits natürlich auch seine Zeitreihenanalysen fahren. Wo mache ich das denn? Ist dafür ein Data Warehouse beispielsweise geeignet? Also für IoT-Daten, also diese technischen Informationen, die aus den Anlagen kommen? Ja, okay, ja.
Okay, nun jetzt nochmal kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Das sind ja im Endeffekt für mich zwei Anwendungsfälle. Das heißt, einmal will er einfach nur seine Maschine, Maschinendaten, die jetzt gerade anfallen, visualisieren. Dafür würde ich jetzt behaupten, brauchst du erstmal kein Data Warehouse. Dann zeigst du dir einfach an, den Status Quo, was sehe ich gerade, okay, Haken dran. Weil die Daten ja auch flüchtig sind. Ja, flüchtig, so. Willst du gerade jetzt wissen, wie viele Teile habe ich produziert, ja. Wie ist der Status meiner Maschine, alles okay oder nichts okay, okay. Dafür würde ich sagen, brauchst du kein Data Warehouse. Für mich von mir aus noch rein operativ oder Monitoring-Ansicht. Kannst du über ein Data Warehouse abbilden, würde ich sagen, da wäre jetzt aber nicht die Pflicht, dass ein Data Warehouse brauchst, da könnte ich sagen, brauchst du nicht. Für die Zeitreihenanalyse, was du nachgesagt hast, für mich elementar. Ja. Also dann reicht es ja nicht, die Sachen mal eben schön, was weiß ich, mir einmal am Tag oder einmal im Monat per CSV runterzuladen, da eine Pivot-Tabelle draufzusetzen und irgendwas zu analysieren, da komme ich ja nicht weit. Da würde ich sagen, dann ist es entscheidend, die Prozesse zu haben, die Regel, das Regelwerk vor allem auch zu haben, um die Daten dann von der Quelle bis hin zum Data Warehouse oder bis zum Berichtswesen ja, umzusetzen. Das ist ja das Entscheidende. Vor allem diese ganzen Transformationen, die ich gemacht habe. Denn nirgendwo kann ich ja die Daten, die anfallen, eins zu eins so verwenden für meine Analytics. Das ist ja auch das Hauptproblem, was wir auch immer sehen, dass hinten an dem Frontend, da wo das Berichtswesen stattfindet, immer viel Logik implementiert wird. Und das ist auch der Aufwandstreiber, der letztendlich bei den Unternehmen drauf ist. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn dem Entscheider auffällt, also der Controller geht zum Entscheider, berichtet die Daten oder zeigt sie und er sagt, die Kennzahl stimmt nicht. Dann bist du sofort wieder in Erklärungsnot, kannst nicht nachvollziehen, warum diese Kennzahl und die Daten nicht stimmen. Das ist immer der Klassiker. Warum ist das so? Weil man manuell die Daten zusammenschaufelt oder im Berichtswesen diese Daten einfach auch manuell berechnet und dort die Logiken auch hinterlegt. Ja, ja. Genau, also nicht nur im Bericht, also genau, im Zweifel im Berichtswesen oder halt in der, ich sag's mal, pseudomäßigen Datenaufbereitung in Excel oder was auch immer für geartete ETL-Prozesse. Und ja klar, das ist dann auch zum Teil tagesformabhängig vom Controller, was für Zahlen da rauskommen. Das haben wir jetzt ja auch schon des Öfteren gesehen. Das ist also nicht ideal. Und deswegen glaube ich halt, ist ein Data Warehouse immer noch zeitgemäß. Ob man es jetzt Data Warehouse nennt, ein neues Konzept, wie auch immer, aber du brauchst halt irgendwo einen zentralen Speicherort, der mit definierten Regeln deine Daten speichert und analytisch aufbereitet. Also analytisch meine ich vor allem reproduzierbar. Weil wie häufig ist es, dass dann gucke ich zwei Monate später mir die Daten an, hat sich was getan im Geschäftsfeld und auf einmal haben sich meine Stammdaten geändert und ich kann einfach nicht mehr den Stand von vor drei Monaten so reproduzieren, wie er war. Tödlich. Und da hilft es auch nicht, wenn ich mir immer den Stand jeden Monat in der neuen Excel-Tabelle wegspeichere. Das ist ja allein, gut, über Datensicherheit möchte ich gar nicht sprechen, aber das ist ja einfach nicht der Weg. Ja, ich habe noch zwei Aspekte, die man dann auch bei diesem Beitrag, den man veröffentlicht hat, in der Diskussion hatte. Es war dann halt auch so, dass man ja sagt, das Konzept ist veraltet. Ich kann nachvollziehen, warum das so ist. Früher haben solche Konzepte oder solche Architekturen sehr, sehr lange gedauert. Das heißt, ich habe ja den Aufbau vorgenommen, habe entsprechende Werkzeuge eingesetzt, also sogenannte ETL-Werkzeuge, einmal für die Extraktion. Das heißt, ich habe die Datenquellen extrahiert, dann habe ich transformiert und dann habe ich letztendlich diese Daten geladen, deswegen ETL. So, und dieser Weg dorthin war ja nicht immer ganz einfach. Und weil die Business-Logik komplex war. Genau, die sich ja auch ständig ändert. Und die jetzt noch viel schlimmer, ich habe gesetzliche Anforderungen, die fachlichen Anforderungen, die steigen oder verändern sich auch im Laufe des Projekts, dass man einfach feststellt, oh, das passt nicht. Und früher hatte ich immer den Eindruck, dann war das Data Warehouse so ein Stein gemeißelt. Und wenn eine Änderung reinkam, wo zum Beispiel die Datentiefe sich verändert. Also nehmen wir das Beispiel, ich bin jetzt auf der Produktebene unterwegs, habe meinen Umsatz und auf einmal, ist jetzt ein einfaches Beispiel, möchte ich auf die Artikelebene. Dann war das ja damals für uns in klassischen Umsetzungsprojekten immer sehr, sehr schwierig, das Ganze wieder aufzubrechen. Ich habe ja schon eine Datenhistorie gehabt, ich musste migrieren und das hat natürlich dazu auch geführt, dass es sehr, sehr lange gedauert hat. Ja. Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum. Die Analyse. Okay, das heißt deswegen, wegen des Aufwands, könnte das Konzept veraltet sein. Ja. Nur, da habe ich noch eine Frage. Wer oder welche Gruppen sagen denn oder stellen überhaupt den Frage, ob ein Data Warehouse noch zeitgemäß ist? Und wenn ja, mit was für einer, also mit welcher Argumentation? Ja, also wir haben einmal die Gruppe, die nicht weiß, dass es so ein Konzept gibt, die dann sagen, wir haben einmal das Berichtswesen mithilfe von sogenannten BI-Werkzeugen, also Business Intelligence-Werkzeugen, Tableau, Click, Power BI und die gehen zum Beispiel direkt auf die operativen Systeme. Ja. So, das heißt, ich werte direkt auf mein operativen System aus. Vielleicht klappt das am Anfang, später klappt es halt nicht mehr, weil ich habe keine Datenhistorie. Ich verändere ständig meinen Datenhaushalt oder Datenbestand.
die wissen, also das ist eine Gruppe, die tatsächlich noch gar nicht weiß, welche Vorteile, egal welches Konzept wir nehmen, Data Warehouse oder andere, ja. Die wissen nicht, dass so eine Art Zwischenschicht, die man da aufbaut, sinnvoller ist. Das muss man wissen. Die muss man erstmal aufklären, weil es kostet ja Geld. So eine Architektur oder so eine Software einzuführen kostet ja Geld und dann ist ja immer die Frage, was bringt es mir dann letztendlich? So, in der Regel bringt es, kann man auch schon das Fazit mitgeben, wir schaffen einfach diese manuellen Prozesse ab. So. Und das ist ja auch schon, sind ja Opportunitätskosten, die ich vielleicht nicht mit drin, also nicht berechnet habe. Die zweite Fraktion, das sind halt die Experten, die sagen, ja, es gibt ja jetzt die neuartigen Konzepte wie ein Data Lake, wie ein Data Mesh. Ja. Und wir brauchen es nicht, weil das sind Konzepte, die sind in der heutigen Zeit modern. Die Technologien, Cloud und die entsprechenden Tools wie eine Microsoft Fabric unterstützen das Ganze. Mhm. Das heißt, im Endeffekt will ich mir den Ansatz sparen, um mir vorher großes Gedanken zu machen, sondern ich möchte erstmal einfach machen, die Daten irgendwo hinlegen und dann schauen, was kann ich da aus der machen. Ja, ist ja bei dem Data Lake ist ja genau der Ansatz zu sagen, ich mache mir erstmal keine Gedanken, sondern ich habe meine ganzen Quellen im Unternehmen, kaufmännisch, technische Informationen, IoT, vielleicht Marketingdaten und die lade ich erstmal rein und habe einen sogenannten Datensee und der Fachbereich oder die Datenkonsumenten bedienen sich nach Bedarf draus. Sehe ich als große Gefahr, weil die Daten sind einfach auch nicht, sie sind nicht abgestimmt. Das heißt, ich muss diesen wirtschaftlichen Datenbestand, den wir für uns so definiert haben, erstmal dort festlegen, viel, viel später. Und was mache ich, wenn ich zum Beispiel die Kundenstammdaten aus drei verschiedenen Systemen bekomme? Mhm. Die lade ich dann in den sogenannten Data Lake ein und dann? Dann muss ich anfangen, die Regeln drauf zu setzen. Wer hat Vorfahrt? Welches ist der abgestimmte Kunde? Wer ist der wichtigere Kunde? Und dann. So, ich verlagere doch nur das Problem. Ja, aber erstmal weg von mir dann. Genau. Also in der Regel ist es ja auch noch so, dass die IT dann sagt, hier, ihr habt doch die Daten, was wollt ihr denn von uns? Ihr seid doch dafür verantwortlich. Und das, finde ich, ist auch das Konzept von Data Mesh. Ich finde das ja eigentlich cool, zu sagen, die Bereiche, die mit den Daten arbeiten, beispielsweise das Marketing, kriegen die sogenannte Domain, das Domainwissen, weil haben sie ja auch. Sie haben ja eigentlich fachlich das beste Wissen darüber, aber fatal ist, denen quasi mit oder zu erlauben, dass sie sich selber aus den Datentöpfen bedienen können, wie auch immer, es ist ja nichts vorgeschrieben. Und auf einmal hast du noch ein Controlling, die machen das genauso, sind auch eigenständig dafür verantwortlich. Was stimmt denn nachher? Was ist denn nachher die Wahrheit? Ja, das stimmt. Gut, jede Domain hat ein anderes Wissen im Endeffekt. Jede Domain hat dann ihre eigene Wahrheit, die in sich wahrscheinlich auch noch passend ist, aber wo der Geschäftsführer, also je höher es geht, umso schwieriger wird es ja, die Zahlen dann wieder abzustimmen. Das heißt, das ist auf der nächsten Ebene auch wieder die Herausforderung, diese Zahlen zu konsolidieren. Und das macht es ja schwierig. Also ich glaube, für den Anfang ist das schnell. Also du bist da wirklich als Schnellboot unterwegs, weil die Fachbereiche sind ja, du kannst ja mit dem Tools heutzutage sehr, sehr viel machen. Aber ich glaube, strategisch und langfristig setzt du da komplett aufs falsche Pferd und verbaust dir so viel nachher, dass du nachher eher Datenchaos hast und keine erfolgreiche Datenstrategie umsetzt. Ja, okay, du hast aber am Anfang auch gesagt, dass ja ein Argument gegen ein Data Warehouse ist, weil es lange dauert und einen Aufwand verursacht und man schwierig ist, es halt zu messen, was es bringt im Endeffekt. Dann wäre es ja so, im Vergleich zu anderen Konzepten, müsste es ja nur die Möglichkeit geben, möglichst schnell die ersten Umsetzungen zu kommen. Was ist denn so der Bremsklotz? Also warum schafft man es nicht, schnell in die Umsetzung zu kommen und schnell auch bei einem Data Warehouse, sag ich jetzt mal, nach einem normalen Konzept, fachlich abgestimmte Regeln zu implementieren, da auch schnell zu einem Ergebnis zu kommen? Haben wir doch selber kennengelernt in den Projekten. Entweder waren wir der Engpass, die ITler. Weil? Know-how. Ja. Also nicht, weil du keins hattest. Ja, danke. Nein, sondern entweder waren zu wenig Ressourcen da. Ja. Die Anforderung war dann halt komplex. Das heißt, wir haben oder mussten dann schon überlegen, wie kann man das Ganze implementieren. Das heißt, jedes Mal hat man die Regeln ja nochmal neu geschrieben, obwohl die ja definiert waren. Also wie ich eine Historisierung mache, war ja klar. Klar konnte ich bei bestimmten Tools, die ich eingesetzt habe, bestimmte Komponenten nutzen. Aber egal, welche Designregeln wir genutzt haben, ob wir oder auch externe, die wir eingekauft haben oder auch später bei anderen Kunden oder Projekten, jeder hat es doch irgendwie anders gemacht. Ja, so, klar. Wir haben versucht, immer so einen Best-Practice-Ansatz zu wählen, einen Kimball-Ansatz.
Das hat ja auch alles gut geklappt. Aber auch da hast du viele Möglichkeiten. Einige genau, arbeiten mehr an der Datenbank, PLSQL, mit dem ETL-Tool, was auch immer. Ja, also statt tausend Möglichkeiten. Leitplanken zu setzen, der eine war auf der Stellstraße unterwegs, der andere war auf der Autobahn mit seinem Porsche und dann gab es halt auch ein paar Entwickler, die sind gar nicht losgefahren. Oder mit ihrem kleinen Trabi und sind dann irgendwo liegen geblieben. Ist ja alles schon passiert. Und das ist, was das Ganze ja nicht flexibel machen. Die Konsequenz war ja, dass dann Fachbereiche gesagt haben, verdammt, das geht doch nicht, das dauert zu lange, wir sind längst weiter, warum kommt der nicht hinterher? Mhm. Und deswegen fand ich dieses Konzept, also obwohl es damals schon gut war, fand ich nicht sehr praxisorientiert. Mhm. Okay, ja gut, es war zu manuell. Das ist, okay, im Endeffekt ist es notwendig, möglichst viel dann trotzdem zu automatisieren und halt weiter. Okay. Und zweiter Punkt war, in der On-Premise-Welt war heute auch nochmal die, deswegen nehme ich das Gespräch nochmal mit auf, war die Überlegung jetzt gerade auch bei den Maschinendaten, wir brauchen keine Cloud, sondern wir versuchen das irgendwie auf den Server zu legen, die Daten. Also Produktionsdaten finde ich eh schon kritisch, aber wir haben ja früher auch sehr stark damit zu kämpfen gehabt, wenn wir unser Rechenzentrum, also von dem Unternehmen genutzt haben, die Sachen waren ja nie, also wir mussten immer nachoptimieren. Die Datenbank war ja, also es war schon ein Heidenaufwand, wenn der Fachbereich kam und sagt, hey, der Bericht da läuft jetzt hier 5 Minuten, das geht so nicht, ihr müsst schneller werden. Und diese Optimierungsmaßnahmen damals waren extrem, da haben wir sehr viel Zeit immer reingesteckt. Wir haben eine gute Lösung gefunden, aber das hat ja eigentlich das Unternehmen jedes Mal mitbezahlt. Ja, ja gut, das war ja auch nicht immer mit einem, keine Ahnung, mit einem Index, mit einem Hint oder sonst irgendwas getan, das war ja wirklich zum Teil dann komplexer. Wertgeschätzt. Ab zum Neustart. Der Tipp des Tages. Eine Frage hätte ich noch in dem Kontext. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, ETL, ich extrahiere die Daten aus verschiedenen Quellen, zentral abgestimmte Datenbasis. Was mache ich denn, wenn ich nur ein System habe? Angenommen, meine Welt ist schön, ich habe ein Warenwirtschaftssystem oder irgendein operatives System und da läuft eigentlich alles zusammen, was ich so brauche zur Unternehmenssteuerung. Warum brauche ich dann noch ein Data Warehouse, was neben meinem eigentlichen einem System steht, wenn ich Auswertung machen möchte? Warum nutze ich nicht einfach dann, keine Ahnung, nehmen wir mal ein Power BI und gehe direkt auf die Quellen von meinem System und Werte aus? Es kann funktionieren. Also es ist jetzt kein K.O.-Kriterium, es kommt drauf an. Also es kommt auf die Rahmenbedingungen an. Wenn ich nur einen speziellen Anwendungsfall habe, dann kann das vielleicht Sinn ergeben. Aber sobald ich komplexe Berechnungen habe, eine Deckungsbeitragsberechnung oder ich möchte Plandaten mit reinnehmen, also ich möchte einen Forecast machen, Szenarien, da müssen ja Versionen abgespeichert werden. Wie willst du das in einem ERP-System beispielsweise abbilden? Und es ist ja auch nicht dafür gedacht, online auf ein transaktionales System zuzugreifen. Das heißt, du störst dir vielleicht die Kollegen in der Buchhaltung, die jetzt gerade, ist uns ja früher auch passiert, also vor zig Jahren, dann hat man auf dem Oracle-Finanzsystem Auswertung gefahren, hat eine Debitoren-Auswertung gefahren. In dem Moment waren aber die Kollegen dran und haben Zahlungseingänge verbucht. Und die konnten nicht, weil derjenige ein falsches SQL-Statement gebaut hat und hat die Tabellen blockiert. Mhm. Das weiß natürlich der Fachbereich alles nicht, aber das sind vielleicht Argumente dagegen. Ja. Ja, okay. Plus natürlich die ganze Logik, die ich ja dann vom Bestandssystem kennen muss. Irgendwie muss ich meine Datenmodelle ja zusammenfügen, denn es ist ja trotz alledem nicht so, dass alles in einer Tabelle in dem Bestandssystem ist. Das heißt, okay. Ich bin auch kein Freund von. Also direkt aufs operative System zu gehen, birgt irgendwie mehr Gefahren als Nutzen meiner Ansicht nach. Dann lieber separat ein dispositives System. Was ist denn Fazit deiner Meinung nach? Also die Eingangsfrage war ja, ist ein Data Warehouse noch zeitgemäß? Oder lohnt sich ein Data Warehouse? Okay, ob es sich lohnt, hängt natürlich immer vom Anwendungsfall ab. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich ein unternehmensweites Reporting aufbauen möchte, mit abgestimmten Daten, abgestimmten Zahlen für mehrere Bereiche, dann lohnt sich ein Data Warehouse auf jeden Fall, wenn ich es schaffe, die Beladung und den Aufbau des Datenmodells bestmöglich zu automatisieren. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr da drin bin, um ein Data Warehouse aufzubauen, dann lohnt es sich zu 100%, denn hinten raus, auch wir haben ja noch gar nicht über das Berichtswesen gesprochen, wenn ich einen gut abgestimmten, ich nenne es jetzt mal Stern, habe einen Kimball-Ansatz oder ein Datenmodell, was optimiert ist für Auswertungen, was ich hinten raus dann für Möglichkeit habe, um auch Fachbereiche mit reinzunehmen, um möglichst schnell auf validierten und abgestimmten Daten
Ständen auswerten zu können. Mhm. Die Performance, die ist ja sogar schwer einfach zu messen. Aber ich kann meine manuellen Prozesse abschaffen. Ich habe einheitliche Daten. Ich habe nicht mehr die ganzen Diskussionen. Und vor allem habe ich auch ein gutes Gefühl als Finanzdirektorin beispielsweise, was wir jetzt auch hatten, weil ich meinen Zahlen vertraue und nicht immer Sorge habe, oh, ist die Excel jetzt aktuell, die da liegt oder nicht? Sind die Zahlen da schon drin oder was habe ich da? Oder ich kriege keinen Anschluss vom Vorgesetzten. Ja, eben. Ne? Ich muss ja für die Zahlen gerade stehen. Also will ich ja eine vernünftige Basis haben. Das sorgt ja auch zu Konflikten. Also wenn ich Unstimmigkeiten habe, dann das sind ja Situation, da steckt ja keiner gerne drin. Also gerade zum Monatsende, beim Monatsabschluss, das ist ja alles vom Zeitfenster knapp bemessen. Ja. Und dann ist vielleicht der ein oder andere in dem Moment auch dünnhäutig und dann können Konflikte oder Streit entstehen und dann geht es ja weiter. Dann kriegt der Vorgesetzte zu viel, beschwert sich beim Mitarbeiter, der Mitarbeiter kriegt das Ganze ab und lädt das dann bei der IT ab. Das sind ja klassische Konflikte, wo dann der Scheinwerfer einfach mal umgestellt wird. Ne? Nee, auf jeden Fall. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn man Transparenz schaffen möchte über verschiedene Systeme und abgestimmte Daten hat für Berichtsentwicklung, dann ist ein Data Warehouse immer noch zeitgemäß und immer noch eines der besten Konzepte. Also das ist egal, wie alt es ist, aber grundsätzlich altes Konzept mit neuen Technologien ist immer noch total zeitgemäß. Das ist halt wichtig, was Michael jetzt gerade nochmal sagt, die Kombination mit neuen Modellierungstechniken und neuen Technologien, dann ist das Ding zeitgemäß und hat von seinem Charakter auch nichts verloren. Dann hätten wir es, glaube ich. Ne? Sicher auch so. Wenn ihr ein bisschen mehr erfahren wollt über diese ganzen Technologien, Architektur, Vergleiche, dann schaut mal in das Buch rein, 33 Impulse für einfache Datenstrategien. Kommt im April raus und da werden alle nochmal Formen miteinander verglichen mit Vor- und Nachteilen und dann bin ich mal gespannt, welche Form ihr bevorzugt. Sehr empfehlenswert. Finde ich auch. Also macht's gut, habt eine gute Woche und bis bald. Bis denn, ciao. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.